Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von The Legend of Zelda Ocarina of Time für den Nintendo 64. Im letzten Part sind wir hier in Dodongos Höhle angekommen und da wollen wir uns doch jetzt mal ein bisschen umschauen. So, zunächst mal machen wir uns hier auf den Weg nach rechts, oder? Ja doch. Doch, erst hier nach rechts. Okay. Ich hatte gerade das Layout des Dungeons nicht mehr ganz im Kopf. Aber naja, das passt jetzt wieder. So. Zunächst mal haben wir da einen Bimos. Den mag ich nicht. Also sprengen wir den. Hätte ich ihn mit der Bombe getroffen, dann wäre das auch alles ein bisschen besser geworden. Aber naja, was soll's. So. Wäre das Ganze ein bisschen schneller gegangen. So, nehmen wir da die Wand auf. Komm, Dankeschön. So. Dann hier die Viecher, die ignorieren wir am besten. Die nerven nur. Ich höre da eine Skulptur. Vermutlich hier hinter dieser Wand. Moment, explodiert ihr nicht? Wenn ich das nicht hinkriege? Ja, die explodieren. Die können mir hier die Wand öffnen. Ha! Ha! Sehr gut. Ja, das wird aber nicht hier hinter der Wand gewesen sein. Oder? Doch. Hier ist einer. Und ein paar Fledermäuse, die mir aber gerade ein bisschen egal sind. So. Sehr gut. Und ach komm. Ah, eine goldene Skulptula. Sehr schön. Okay. Aber ich hatte hier so auch noch eine gehört. Moment. Ah, da oben aussieht. Okay. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie alle Skulpturas gesammelt. Deswegen bin ich mir da bei den Positionen absolut nicht sicher. Krieg ich den noch weg? Nee. Na gut. So, schauen wir noch mal da hin. Ja, sieht man so nichts. Na gut. Da scheine ich aber sowieso später noch mal zurückkommen zu müssen. Von daher ist mir das gerade mal egal. Sieht so aus, als müsste ich da dann mit dem Erwachsenen-Link hin. Um da ranzukommen. Na gut. Ah, hier. Ey. Siehst du hier mal weiter, Link? Dankeschön. Meine Güte. So. Das reicht so auch. Hauptsache, da steht irgendwie irgendwas auf dem Schalter drauf. Viel mehr als so muss nicht. So. Sehr. Gebt mir ein paar Rupees. So. Und hier haben wir unseren ersten Miniboss. So, ey! So. Ich soll jetzt erst von mir genommen. Na gut. So. Einmal. Auch wenn ich mich gerade echt dumm angestellt habe. Wow. Wow. Hallo? Kamera, bitte. Wow. Was war das denn? Alter Vater. Also so dumm habe ich den Kampf noch nie angestellt. So. Mann. Glaubst du mir wenigstens ein paar Herzen? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, wo ist das Viech? Ja. Geht doch. Geht doch. Meine Güte. Was hab ich mich hier dämlich angestellt? Wow. Wow. Okay. Ich habe mich lange nicht mehr so dumm gefühlt in diesem Spiel. Na gut.
Kann passieren. So, hier haben wir noch ein paar Herzen. Fast wieder volles Leben. Reicht doch. Was will man mehr als fast volles Leben? Ja, volles Leben, aber das kriegen wir jetzt gerade nicht. So, hier schaue ich mal auch dahinter. Ab. Mach Kaboom. Na los. Dankeschön. So. Ah, ein Deko-Händler. Na gut, was hast du zu verkaufen? Du hast gewiegt. Lass mich dir einen Deko-Stab anbieten. Ein Stück kostet 15 Rubine. Was? Hau ab, ey. Viel zu teuer, Mann. Ja, der ist hier als Failsafe. Weil, es kann ja theoretisch sein, dass man hier keine Deko-Sticks hat. Man braucht die aber, um die Fackeln anzuzünden. So, ab. Diese Fackel. Und diese Fackel. Und die hier hinten auch nochmal. So. Und damit man immer Deko-Sticks hat, ist da eben der Deko-Händler. So, hier werde ich euch mal zeigen, wie man diese Gegner besiegt. Auch wenn man das im gesamten Spiel nie braucht. So, man geht von hinten an dran und schlägt ihn in den Schwanz. An anderer Stelle am Körper sind sie unverwundbar. Also muss man sie am Schweif treffen. Naja. So, jetzt sind wir hier. Drücken auf den Schalter. Und da drüben öffnet sich eine Tür. Das ist sehr schön. Dann da müssen wir durch. So. Na, ich spring mal hier nochmal auf. Ich weiß nicht mehr, was hier zu finden ist. Hier haben wir... Hier haben wir einen Mythenstein. Okay. Der ist mir gerade mal egal. Ups. Okay. Bin nicht in die Lava gefallen. Das ist sehr schön. So. Dann wollen wir hier einmal rum. Warum bin ich eigentlich... warum gehe ich eigentlich hier unten lang? Egal. Ich hätte über die Steinsäulen springen können. Naja, was soll's. Ich wollte halt einmal hier an der Lava verbrennen. Oder so. Das war bestimmt der Grund. Mann. So, okay. Dann wollen wir da einmal aufspringen. Und dann dabei auch den Beamos gleich noch zerstören. Wenn wir jetzt schon mal hier in der Nähe sind. So, Beamos. Weg damit. So. Und hier drin finden wir etwas, das wir schon vorher hätten holen können. Aber ich muss hier noch nicht lang, also bin ich hier noch nicht lang. Hier finden wir eine Labyrinthkarte. Die Labyrinthkarte. Also die Karte dieses Labyrinths. Ihr wisst, was ich meine. So, hier ist auch nochmal ein Deko-Händler, den ich im Kopf habe, genau. Okay. Der ist aktuell auch uninteressant. Der verkauft mir Deko-Schilde. Weil unser Schild ist aus Holz. Hier sind Gegner, die brennen. Wenn die uns treffen, brennen wir und damit unser Schild. Und damit ist der weg. Was ein bisschen blöd ist. Deswegen ja, ist da der Deko-Händler, damit ich dort einen neuen Schild kaufen kann. Bei Bedarf. Ich hoffe natürlich, dass der Bedarf nicht da sein wird. Aber das weiß man im Vorfeld nicht. So. Och nee. Och nee. Warum bin ich nochmal hierher gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ups. Komm her hier. Komm her hier. Wir haben rein in die Explosion. Dankeschön. Die kann man nur mit Sprengstoff besiegen. Und ja. Ist ein bisschen nervig, aber naja, was soll's. You got a compass! Oder so. So, okay, haben wir den auch. Dann können wir hier wieder raus. Und diese Bombe, also diese Donnerblume, ist ja keine Bombe, ist ja eine Donnerblume, nochmal anders positionieren, und zwar so... etwa hier.
Und dann macht es jetzt schon bumm. Hier einmal ringsrum. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. So. Und schon haben wir hier eine Treppe. Yay. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Naja. So. Dann, gehen wir einmal nur hier lang. Hier eine. Wandula heißen, oder? Skullwandula. Okay. Das ist der Wandula eigentlich. Ja. Ja. Hier holen wir uns ab. Das Skullwandula-Symbol. Ups. So. Und gehen dann hier durch. So, hier haben wir jetzt auch schon die ersten brennenden Gegner. Die nichts lieber tun würden, als mir mein Schild zu verbrennen. Und da habe ich absolut keinen Bock drauf. Weshalb ich versuche, die Feuer auszuschalten. Ach, so. Geht doch. Da. Ihn hier verschieben. Na, komm. Komm. Verschieb ihn. Danke, Link. Bist ein Braver. Ein ganz Braver. Na gut. So, sehr schön durch hier. Und weiter geht's. Hier befinden wir uns jetzt im Hauptraum wieder. Und zwar auf einer der beiden Brücken, die hier von einer Seite zur anderen führen. So. Ach komm. Geht doch. So, sehr schön. Okay. Dann durch hier. In einen Raum, der recht gefährlich werden kann. In diesen schmalen Gängen weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke Z, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Praktisch, nicht wahr? Ja. Toll. Sicher. Ah, der ist weg. Dann kann ich jetzt hier lang. So. Kein Problem. Na. So, hier will ich mir noch das Herz mitnehmen, das sich dort versteckt hielt. So. Jetzt wird's problematisch. Denn jetzt dürfen wir diese Bombe entweder dort oben auf der Kante platzieren, sodass sie liegen bleibt, oder in. Oder so wegschmeißen, dass die Explosion dort oben die Mauer zerstört. Ist jetzt beides nicht unbedingt einfach. Ich hasse diese Stelle. Das ist eine absolute Hassstelle von mir. Aber gut, los, voller. Wow. Ehrlich jetzt? Komm, ein Versuch noch. Wenn es jetzt wieder nicht hinhaut. Dankeschön. Dann hätte ich den Stein anders hingestellt. Man kann die Bombe dort direkt in der Ecke platzieren, wo sie dann quasi festbackt und liegen bleibt. Aber meistens fällt sie mir runter. Deswegen versuche ich das sehr selten auf die Art und Weise. Und nehme lieber die Methode, wo ich hier warte. Etwa jetzt und ja. Nicht springe, sondern werfe. Mann! Link, please. Wenn ich auf A drücke, dann darfst du das Ding auch wegwerfen. Hm? Ist jetzt nur so eine Idee. Aber es funktioniert, auf alle Fälle.
okay, das war zu früh. Ja, wenn man sich hier ein bisschen verschätzt, entweder man sprengt sich selbst oder die Bombe landet eben wieder auf dem Boden. Sehr schön. Und da wäre so fast gerade auf dem Rand gelandet. Das war knapp. Naja. Link, spring an die Leiter. Bitte. Danke sehr. Meine Güte. So, hier haben wir wieder Augenschalter. Diesmal nicht um eine Tür zu öffnen, sondern um Feuer auszuschalten. Und ich weiß nicht, ob das alle goldenen sind. Müsste ich mal gegenprüfen. Aber dieser goldene Augenschalter wird nach einer Zeit automatisch wieder inaktiv, sodass das Feuer wiederkommt. So. Hey, euch kenne ich doch. So. Okay. Ab. Und hier rüber. Visieren, danke schön. So, jetzt will ich zu dem. Hey! Bleibst du mal hier? Lass dich treffen von mir. So. Weggemasht, geht doch. Dumme Eidechse. Ja, ich weiß, du bist kein Eidechse, du bist der Exalfoss, aber Eidechse passt gerade besser als Beleidigung. So. Meine Fresse. Geht doch. So, dann. Uiuiui, das war knapp. So, dann will ich jetzt hier nochmal rüber. Und wir sehen, wir sind jetzt genau über dem Raum, wo wir das letzte Mal schon gegen die beiden Exalfoss gekämpft haben. Gut. Dann hier rüber und durch diese Tür durch. So. Wieder gezeitete Augenschalter. Und zwar diesmal zwei. Einer dort und einer hier zu unserer Linken. So. Ich habe in mehreren Speedruns gesehen, dass man hier auch theoretisch nur mit, ich glaube, einem der beiden durchkommt. Oder vielleicht sogar mit gar keinem, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. You got a thing! Die Bombentasche. Diese Bombentasche ist aus Dodongo-Leder hergestellt. Darin findest du 20 Bomben. Du kannst die Bomben auf 10 platzieren und Hindernisse wegsprengen. Das ist bombig! Wow. Was für ein toller Wortwitz. Hahaha. Ha, ha. Bombig, weil wegen Bomben, ihr versteht. Hahaha. Ha, ha. Ha, ha. Toll. So, ich weiß nicht mehr, was dort genau drin war. Ah, reicht das? Ja, gut. Ich werde mal reinschauen, falls es hier eine Golden Skulptur gibt. Zwei Deckenhändler, ehrlich? Wow. So, schauen wir doch mal. Was hast du anzubieten? Vergib mir, darf ich die Deckhunde zu anbieten? 5 Stück kosten 20 Rubine. Nein. Ups, dann verschwinde ich besser. Wow. Dekonisse, ja. Hab Gnade, ich kann die Deko-Kerne anbieten. 30 Stück kosten 40 Rubine. Deko-Kerne ist schon interessanter, aber ich habe genug. 19 reichen. Und ist ja nicht so, dass man die nirgendwo findet. Hier zum Beispiel. So, kann ich hier wieder hochklettern eigentlich? Ne, natürlich nicht. Danke, Spiel. Ja. Darf ich also hier nochmal durch, ja? Na gut. Wenn es denn sein muss. Ich muss ja nur durchrennen.
Wow. Egal. Das machen wir schon. Ja, ich muss ja nicht nur durchrennen, ich muss ja auch hier die Augenschalter nochmal aktivieren.